ist er es vielleicht, der Dirk Nowitzki von morgen. Lane Austin Handley ist einer von vielen Jungs, die gerne später in die Fußstapfen des großen NBA-Stars treten würden. Normalerweise wirft Lane beim TV Langen die Körbe, doch am Wochenende lief er für einen von insgesamt 4 Regionalkadern auf. Zum 4. Mal zeigten die besten 96 männlichen und weiblichen U13-Junioren in Wetzlar, was sie können. Lane war einer von ihnen. 5-mal die Woche trainiert der 13-Jährige in der Halle seines Heimatvereins und wenn es das Wetter zulässt, dann geht er noch auf den Street Court. Und über seine Zukunft mit dem Basketball hat sich Lane auch schon seine Gedanken gemacht. Ich würde schon gerne mal in der Bundesliga spielen und ich hatte den Plan, vielleicht nach dem Abi nach Amerika zu gehen, aufs College, College-Basketball spielen und so und dann mal gucken, wie es weitergeht. Die jungen Talente aus ganz Deutschland wurden aus einem bestimmten Grund zusammengetrommelt. Unter den Augen von Nationalmannschaftscoach Dirk Bauermann und anderen Bundestrainern wurden die jungen Korbjäger wie Lane gescoutet und alle Stärken und Schwächen analysiert. Auf die besten 24 Akteure wartet am Ende des Camps eine Einladung zum Perspektivtrainingslager im August. Dort können die Basketballer die deutsche Nationalmannschaft begleiten und weiter wichtige Erfahrungen sammeln. Es ist natürlich wichtig, die Spieler und Spielerinnen früh zu sichten, früh mit ihnen zu arbeiten. Und insofern sind diese Turniere für uns wichtig als Trainer, weil wir eine Möglichkeit haben, schon in einem sehr frühen Alter mit den Spielern zu arbeiten. Und es ist für die Spieler wichtig, weil sie sich zu einem frühen Zeitpunkt in ihrer Karriere messen können mit anderen guten Spielern, sehen, wo sie stehen und sehr früh in die Hände guter Trainer kommen. Und diese Kombination macht es so wichtig. Zunächst trainierten die deutschlandweit zusammengewürfelten Athleten am Freitagabend 2-mal miteinander, um sich wenigstens etwas an die Spielweise der anderen zu gewöhnen. Dort wurden sie von erfahrenen Coaches trainiert und kleinere Spielzüge einstudiert. Bereits am Samstag ging es dann im Turniermodus jeder gegen jeden weiter. Sehenswerte Layups, tolle Dribblings und auch ein paar Dreier wurden in der Wetzlarer Schulturnhalle von vielen Zuschauern bestaunt. Ja, ich bin total begeistert, einfach zu sehen, wie die zukünftigen tollen Basketballer in Deutschland hier, mit welchem Engagement die Kids hier rangehen. Es macht einfach Spaß zu beobachten. Ganz toll. Ziel der Förderung der jungen Talente ist es, die Basketballfähigkeiten so früh wie möglich zu verbessern. Beim Start der Kampagne Talente mit Perspektive beschränkte sich das Alter nur auf die U16, während man zwischenzeitlich die Begrenzung nach unten verschoben hat. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren das Sichtungsalter sehr stark nach unten gebracht. Mittlerweile sind die Spieler 13 Jahre alt, also noch sehr jung. Und trotzdem ist das Niveau sehr gut. Es wird von Jahr zu Jahr besser und das sieht man auch hier bei diesem Turnier. Insofern sind wir alle sehr zufrieden. Lane Handley wartete vergeblich auf eine Nominierung in den Perspektivkader. Es waren die anderen, die eine Medaille und eine Urkunde von Dirk Bauermann höchstpersönlich bekamen. Doch Lane ist noch jung und wird weiterhin an seinem Spiel feilen, sodass sein Traum von der Bundesliga später in Erfüllung gehen kann.